Die neue Operation ist da, meine Damen und Herren. Und eine Frage, die ganz vorne mit dran steht, und zwar habt ihr mich gefragt, was halte ich davon? Wow! Ja, Leute, die neue Operation ist am Start, sogar früher als manch einer gedacht hat. Und jetzt war, wie gesagt, die Frage, wie finde ich die Operation, was sage ich dazu, was ist? Ganz wichtig bei so einem großen Update ist natürlich der Changelog zu der ganzen Geschichte, denn genau dann weiß man, was passiert ist. Also, erstmal wurde die Operation eingeführt, Trira, Trulala, das ist schön. Des Weiteren kommt ihr direkt ein Punkt, der echt nice ist. Und zwar kann man jetzt eigene, private Matchmaking-Queues eröffnen. Das ist echt eine chillige Sache, auch wenn manch einer sagt, hey, aber die haben ganz schön lange dafür gebraucht, so ein tolles Feature endlich mal einzubauen. Ihr könnt jetzt hier einfach auf Private Queue klicken, dann auswählen, wie man dieser Queue beitreten können soll. Also hier kann man zum Beispiel seinen Leuten einen Code schicken, damit sie dann reinjoinen können. Hier kann man über eine gewisse Steam-Gruppe dann einfach reinjoinken. Also alle, die in der Steam-Gruppe sind, können rein. Und hier kannst du halt einen bestehenden Code hinterher joinen. Man muss jetzt nicht mehr auf diese ganzen Fremdanbieter-Seiten, sondern kann das direkt in CSGO machen. Und was auch noch ein Riesenpunkt mit einem kleinen Namen ist, sind die Short Competitive Games. Vor allem werden die unsere Streams nochmal ordentlich verändern. Wenn ihr reindaddeln wollt, aber nicht genug Zeit habt für ein ganzes Competitive Game, ja, dann könnt ihr einfach Short Match auswählen. Wer zuerst 9 Runden hat, gewinnt. Ihr habt also praktisch die Länge ungefähr von einem Wingman-Match in einem ganzen Matchmaking drin. Also in einem halben vielmehr. Und das ist schon wirklich nice. Des Weiteren wurde Deathmatch auch angepasst. Also ihr könnt jetzt zwischen 3 Optionen wählen. Hier habt ihr also auch so ein Einstellungsrädchen und da könnt ihr eben gucken, ob ihr Team vs. Team machen wollt oder Free for All oder Classic, also Individual Score, aber auch Team gegen Team, so wie man es kennt. Die Updates zu Demolition und Arms Race finde ich jetzt nicht so wichtig, bis auf den Punkt hier unten, dass man jetzt halt so einen Health-Shot bekommt, sobald du 3 Kills gemacht hast. Das ist natürlich nice, aber Demolition zocke ich an sich nicht und diese Adjusted Weapon Progression ist mir jetzt auch nicht so wichtig. Bei den Gameplay-Updates ist das beste Update meiner Meinung nach hier ganz oben, man kann jetzt Granaten droppen. Ich finde, das ist von Anfang an ein Riesenmanko gewesen, dass man seinen Utility-Kram nicht einfach droppen kann. Wenn du jetzt mal eine Smoke am Start hast, aber dein Smoke-Profi in deinem Team sagt, Mist, ich hab vergessen, mir das Smoke zu kaufen, kannst du mal eben Heaven smoken. Dann kannst du sagen, hier, mach selbst! Die Vision After Death wurde ein bisschen gekürzt, das haben wir gestern auch im Stream gemerkt. Wenn man gekillt wird, ist man halt etwas schneller im Blackscreen. Die Deagle ist ein bisschen schwächer auf den Body. Die M4A1S ist ein bisschen stärker auf dem Body. Die Elites wurden auf 300 runtergesetzt und es gibt jetzt ein Riot Shield, das aber im Moment nur auf Hostage-Map-Groups-Dingenskirchens zu kaufen ist. Da kommen dann die 1.6-Vibes durch mit dem Schild. Zu den Maps mache ich ein eigenes Video und hier unten ist auch nicht so viel passiert, bis auf diese eine komische Sache. Slight Visibility Tweak from T-Spawn through Mid. Naja, so viel zum Changelog. Kurz zu der Operation an sich. Ich fand dieses Video am Anfang ganz lustig, oder die Videos. Sie haben mir so ein bisschen das Feeling von diesen alten Worms-Videos gegeben, die früher eben immer beim Spielstart gekommen sind. Also die waren meist halt so ein bisschen lustig angehaucht und da kickt natürlich die Nostalgie irgendwie rein. Ich denke nicht, dass das von ihnen die Intention war. Aber es hat für mich kurz so gewirkt. Die Sache mit dem Huhn halt, ne, wo der eine da droppt aus dem Heli und danach das Huhn halt noch abknallt in der Luft und weiter schlappt. Das hat mir so ein bisschen dieses Feeling gegeben. Die Aufgaben an sich sind eigentlich so wie bei den letzten 2 oder 3 Operations eben auch. Man hat jede Woche gewisse Aufgaben, die man durchnödeln muss und kriegt dafür Sterne. Und mit den Sternen kann man sich Dinge freischalten, die wir uns auch gleich angucken. Meinung von mir dazu, naja, ich habe mich bei den alten Operations einfach wohler gefühlt. Die waren anders geführt. Du hattest eine Map, konntest da rumklicken, was du machen willst. Und ich meine, dass du da auch, wenn du was freigeschaltet hast, direkt weiterspielen konntest und nicht warten musstest, bis die nächste Woche freigeschaltet wird. Es gab insgesamt viel mehr Bot-Missionen. Und damit meine ich nicht die Missionen mit Bots, in denen dann wirklich eine Mission abläuft, die du Stück für Stück durchspielen musst. Sondern ich meine tatsächlich einfach dieses, du stehst auf einer Map irgendwo an einem Punkt, der abgesperrt ist, du kannst nicht weiter rauslaufen und musst von dort halt dann Botwellen bekämpfen, die immer stärker werden. Und du hast eine Aufgabe wie, mach 30 Pistolenkills oder Revolverkills oder mach Kills mit einer Waffe, die du aber erst von den Bots bekommst, wenn sie die selbst kaufen und sowas. Diese Missionen haben mir am meisten gefallen. Ich liebe auch Tower Defense und so ein Fetz, also ich mag so Wellenspiele. Und dieser Kram mit 300 Utility Damage, gut, ich meine, das geht sogar noch, das ist noch ganz in Ordnung. Aber wenn du solche Aufgaben hast, wie beim letzten Mal, wo es hieß, sprühe dein Graffiti 5-mal in den gegnerischen Spawn hinein, da denke ich mir, was machen die? Was treiben die? Was sind das für saudumme Ideen? Vor allem weißt du doch genau, dass die Community das ist. Du wirst also immer Leute haben, die das anderen vermiesen wollen. Somit sind Aufgaben, die mit anderen Menschen gemacht werden müssen, immer dumm. Das Beste sind Botwellen. Da kann dir keiner reinstören oder irgendeinen Scheiß machen. Wie abgefuckt ich war, als ich so und so viel Damage auf Inferno auf Banane machen musste bei der letzten oder vorletzten Operation und du einfach Leute hast, die dich da nicht hinlassen, weil sie davor campen und alle killen, die auf Banane wollen. Die also auf B stehen und bei Mitte und alles wegschnetzeln, damit die Aufgabe nicht machen können. Das ist doch witzlos. Diese Aufgaben sind also reiner Krampf. Also wenn dann irgendwas, was von alleine mitläuft, wie 300 Utility Damage oder so und so viel Pistol Kills oder generell Damage an sich, das stackt sich hoch und du hast es irgendwann voll. Aber nicht solche saudummen Sachen. Naja, aber wenn du dann die ganzen Aufgaben geschafft hast und so viele tolle Sternchen freigeschaltet hast, kannst du dir natürlich wie immer die tollen Sachen holen hier im Shop.
Es gibt ja einmal die Operation Reptide Agents, dann die Train Collection, hier die Operation Reptide Case und dann hier noch andere Collections und Sticker-Sachen, so wie bei der letzten eben auch. Also wir haben ja einmal die City Master Agents mit zwei tollen Frauen, komplett bepackt mit Armern, was weiß ich, Schwimmzeug und einem Mann, der auch gerne im Wasser ist. Dann natürlich das Pendant, die Team Master Agents, komplett fast nackte Männer und eine Frau, die so ein bisschen mehr was anhat, wobei man ja auch gleichberechtigungstechnisch sagen könnte, Moment mal. Die Superior Agents, die so krass aussehen, dass ich die überhaupt nicht aufmachen werde. Dann haben wir noch die Exceptional Agents. Wow, da ist Yakuza. Und zu guter Letzt noch die Distinguished Agents, die jetzt auch nicht so krass aussehen. Ne? Auf die Skins bin ich natürlich etwas mehr gespannt. Wir gucken in die Train Collection rein. Hier ist einmal so eine M4. Coalition. Ja, ja, naja, okay, die Koalition halt. Und hier drüben noch eine Gamma Doppler Glock 18? Give me that! Oh mein Gott, die wird Pudding sowas von haben. Weißt du, Pudding, rieche ich da grün? Nices Ding. Aber halt 100 Sterne, Pöden. Dann ist hier nochmal eine Whiteout USPS. Ja, brauchen wir nicht viel zu sagen. Sickes Teil. Eine Propaganda Mac-10. Oh ja, die hat auch was. Und zu guter Letzt noch eine Meltdown Farmers, die ich jetzt hier am schwächsten empfinde. Hier drüben nochmal eine, ich wollte gerade sagen, nochmal eine Coalition, aber nein, es ist eine Syndicate. Schön blauer Abzug. Und hier oben Korn. Nice. Die Pop-AWP. Ist es jetzt so Pop-Art da drauf? Naja. Oh. Space Race, Leute, die brauche ich. Die Autumn Willy. Ich sag Willy, nicht Twilly. Die ist doch für Blumiu ganz, ganz super duper. Und eine goldene Nova. Also eine quarzige Nova. Ja, und die Train Collection hier drüben. Ich glaube, da hat Kredl gemeint, hier im blauen Bereich, entweder hier oder bei der Case, wäre irgendwie die krasseste blaue Waffe ever drin. Der krasseste Blue Skin ever. Sputnik ist natürlich schon richtig geil. Vergleichbar mit der Space Race. Also es ist ja die Space Race Geschichte. Dann haben wir hier drüben noch eine Fizzy Pop. Ja, naja. Naja, naja, komm, dann nehmen wir mal hier die noch mal eine weitere Willi-Waffe. Oh, nice. Guten Revolver Blaze, neue Meta, klar, da wird auch die Revolver gespielt. Jetzt gucken wir mal in die Case rein. Achtung, pass auf, ich bin ultra... Allah! Gut, die ist natürlich echt sick, die Plagie. Die Plagiat und die Treat. Keeping Tabs. Auch eher schwach. Pff, Guerilla, ja, okay. Der Name passt auf jeden Fall. Lumen. Naja, okay. Da ist er, die Taschenlampe. Gerade das neue Pipi beißen. Mit so und so viel Lumen, Alter. Okay, ich glaube, Gretel hat die gemeint. Holy shit, sieht die geil aus. Alter, und das ist ein Blue Skin? Die könnte doch easy peasy, also mindestens Purple, aber eher Rosé. Ja, also die ist nice, die ist komplett nice. Oh, die Watchdog ist auch geil. Aber wer spielt XM1014, weiß ich nicht. Okay, die Mac-7 sieht auch ganz geil aus irgendwie. Bist mutmäßig. Die Spektron, Ja, schlecht ist sie nicht, ne? Aber ist sie gut? Boost Protocol, auch geiles Ding. Also das sind wirklich sehr schicke Skins dabei, holy. Okay, das ist Polis neue Lieblingswaffe wahrscheinlich. Und Blumius auch. Mount Fuji. Die Spider Lily. Ey, das ist ja... Das sind ja richtig schicke Teilchen dabei. Holy shit. Toybox. Ich brauch die alle. Mist. Leute, ich werd arm. Uhuhuhu. Ey, wie geil sind denn die Skins? Da vorne ist Kebab. Hui. Wirklich exzellente Geschichten. Alter. Turbo Peak. Für Speed Freak. Ist doch klar. Logisch. Was ist hier? Lead Museo. Ja, also wie auch solche Sachen steht, ne? Und zu guter Letzt noch diese Ocean Drive. Die sieht ja richtig schick aus. Also vielleicht etwas zu overbuntig, aber sonst. Und was ist das Rare Special Item? Kann man nicht draufklicken. Gibt's keins, aha. So, die Mirage Collection, was kann die? Ach du Schissel, sind da viele Sachen drin. Also wir fangen mal hier hinten an. Die Sticker sind geil. Was hat es hier mit den Dingern auf sich? Die haben verschiedene Ausführungen auch noch. Oder sind es dann einfach die in Foil? Nee, das sind einfach nur Ausführungen. Nicer, dicer. Okay, das ist... Oh, das ist ja sogar der Kondommann. Oh mein Gott. Ich brauche den Kondommann. Okay, also die sind saucool. Das sind richtig coole Teile. Auch, dass es da verschiedene Ausführungen gibt. Daumen nach oben. Dann haben wir hier weitere Sticker. Auch schöne Teile, ne? Schicke Dinger. Klar. Guck mal, da ist Briggs. Tja, und jetzt kommen noch die Collections. Nice. Naja. Okay, weiß ich nicht. Nächste Collection. Eine goldene AK. Sind die verrückt? Oh, Deathstrike. Warum nicht Scorpion? Okay, also Dinge, die man halt kennt, ne? Gut, die vielleicht nicht, aber Ember Fates und so weiter, das... Blumio, Zugriff. Solche Sachen kennt man ja. Ganz viele Blümchenwaffen wieder, also... Da kann man sich eigentlich weniger beschweren. Fennec Fox, geil.
Das ist doch 100% Naomikus-Waffe. Das sehe ich doch von hier. Oxide Oasis. Ja, da sind, wie wir schon festgehalten haben, schicke Sachen dabei. Also kommen wir zurück zum Punkt und der Hauptfrage, wie finde ich diese Operation oder wie finde ich es generell, dass eine Operation am Start ist? Grundsätzlich, nice. Neue Dinge sind immer cool. Klar, zahlt man dafür wieder Geld. Ob die Dinge, die man dafür bekommt, da jetzt irgendwie, also viele sagen, lohnt sich die Operation. Wenn du Bock hast an solchen Aufgaben, dann ja. Wenn nicht, dann nein. Geht nicht in die Operation und hofft, dass ihr jetzt hier so ein Ding hier zieht und dann, jetzt habe ich die Kosten wieder drin oder sowas. Die Operations sind nicht für diese Gewinne da, sondern für den Spaß am Erledigen der Aufgaben. Und das ist halt die Frage. Habt ihr da Bock drauf oder nicht? Weil diese Skins, die könnt ihr euch auch so holen dann. Ohne die Operation. Wenn ihr jetzt wissen wollt, was ich mit der Operation vorhab, dann ist das folgendes. Ich möchte diese Operation diesmal tatsächlich auch machen. Die letzte habe ich komplett hängen lassen. Da habe ich die ersten 2 Wochen gemacht und dann nichts mehr. Und die vorletzte, naja, habe ich ein bisschen mehr gemacht, aber auch nicht wirklich viel. Also ich will diese Operation diesmal wirklich auskosten und auch hier für YouTube einiges erstellen, damit ihr einfach seht, wie es bei mir so läuft, dass ihr vielleicht auch Bock habt, da selbst weiterzumachen, falls ihr euch die schon gekauft habt und schon wieder aufgegeben habt, ne? Und da können wir auch gerne gemeinsam ranklotzen. Ja, also zum Ende hin, wie gesagt, ich sag mal einen Daumen hoch für generell die Updates und einen Daumen so ungefähr für halt die Aufgaben. Also ich meine, die ersten Aufgaben gehen ja noch, ne? Die gehen ja noch, wobei, da ist doch eine Kackding dabei. Ja, hier, Rescue a Hostage, Bump Mine Launch of the... Also, weißt du, wenn da solche Blackside Winds reinkommen, also da, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt machen will. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gespielt habt, aber dieser Danger Zone Modus ist ekelhaft. Wirklich, ich habe einen Win, das ist wirklich nicht nice. Mir gefällt's nicht. Also wenn du auf Wind schwitzen musst, weil die Leute einfach... Die hocken überall, nur nicht sichtbar und laufen irgendwo rum. Das machen sie nicht. Sie hocken in einem Haus bis zur letzten Sekunde und wenn du reinkommst, bam, bist du weg und das war's. Naja gut, Leute, dann bedanke ich mich hier wie immer bei euch fürs Zusehen. Vielen Dank für die Kommentare und für die Likes. Natürlich bin ich gespannt, was ihr von der Operation haltet. Schreibt's in die Kommentärchen hinein. Wir lesen und schreiben uns dort. Ich mache mich jetzt ab und hocke mich hier schon mal die ersten paar Missionchen rein. Wir sehen uns dann heute Abend ab 22 Uhr wieder im Livestream und da testen wir dann auch unter anderem diese gemeinsame Private Queue Competitive Dödelgeschichte. Achso, warte mal, haben wir hier dann eigentlich auch einen Rank? Ist doch ready dabei. Naja, das werden wir heute Abend testen. Wir sehen uns dann also ab 22 Uhr im Livestream auch wieder mit einem leckeren Giveaway. Denkt an, das Knife-Giveaway ist auch gerade noch offen. Ne? Later! Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Instagram-Messe.